Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im DIY Club und heute gibt es wieder eine Slime Challenge. Ja. Dafür ist Claudio wieder hier. Ich bin Claudio. Bin ich Claudio oder bin ich Felix? Gott, ich glaube du bist Claudio. Ich hoffe du bist Claudio. Ja. Sonst habe ich hier irgendwas falsch geplant. Okay, nein, es ist natürlich Claudio wieder da. Ich glaube viele von euch freuen sich natürlich. Und eine Slime Challenge. Wir machen Slime into Slime. Deswegen hat jeder von uns hier schon eine Schüssel mit Clear Slime stehen. Er ist ein bisschen weißlich, sind viele Blubberbläschen drin. Ja. Aber ich finde, von der Konsistenz her ist der schon sehr, sehr schön geworden. Hast du den denn gemacht, Eva? Ich habe den gemacht, ja, wow. Ja. Wow, perfekter Clear Slime. Oh, er klebt ein bisschen. Ja, aber sonst ist er sehr, sehr schön. Jeder von uns hat eine schöne Portion hier. Ja. Und wir haben hier super, super viel Farbe. Ja. Ich habe die einfach mal in der Kiste drin gelassen, da werden wir uns gleich so ein bisschen durchkramen müssen. Hier sind auch noch ganz viele von den Styroporkügelchen. Und hier in meiner Tasche sind 5 Mystery Slimes. Ich packe die Kiste einmal weg. Einmal rüber mit dir. Wir werden jetzt jeder einen Überraschungsslime ziehen. Und dann werden wir ihn tauschen. Okay. Überraschung! Tauschen? Tauschen. Du ziehst einen für mich, ich ziehe einen für dich. Okay. Und dann werden wir unseren Slime in den Slime verwandeln. Du darfst anfangen. Okay, meine Hand ist zwar ein bisschen klebrig, aber das ist nicht so schlimm, oder? Das ist nicht so schlimm. Also ich ziehe jetzt für dich. Du ziehst für mich einen Slime. Von Spiel mit den Fireball mit Color Change. Color Change bekomme ich natürlich nicht hin. Aber rot mit, ich glaube sogar dreierlei Styroporkügelchen drin. Okay. Der ist für mich. Ja. Und was ziehe ich für dich? Ich habe was Kleineres. Ja. Einhornkacke. Einhornkacke. Okay. Nein, es ist Meerjungfrauen-Slime. Meerjungfrauen-Kacke. Okay. Da will ich nicht weiter drüber nachdenken. Ich auch nicht. Okay. Für dich blau, für mich rot. Ist das denn nicht türkis? Boah, das ist deine Entscheidung. Gut. Geht schon los? Es geht los. Okay. Ich habe mir schon rot rausgenommen. Ich gebe das mal wieder so an dich rüber. Ja, ich guck das mal. Du guckst erst mal, okay. Nimm dir hauptsächlich Styroporkügelchen. Dum, dum, dum. Hast du dir den Slime überhaupt angeguckt? Ja, ich habe mir nichts damit angeguckt. Der ist etwas türkis, aber. Gut. Ich nehme erstmal schön rot. Nee. Wow, das ist voll das Blutbad hier drin. Guck mal. Also das sieht echt nicht gesund aus, was du da hast, Eva. Nein, sieht aus wie ein Gehirn. Ich bin schon wieder voll im Halloween-Modus. Ja. Freust du dich auf Halloween? Ja. Oh, Halloween. Halloween ist immer cool, man kann sich verkleiden. Ja, also was verkleidest du dich? Hast du schon Ideen? Ich verkleide mich als Kahn. Dann erschrecke ich alle Kinder. Gewagt, gewagt. Ja, das könnte Einhorn. Hast du ihm sein hübsches Fußballtrikot? Nö, ich mache mir einfach eine Maske aus seinem Gesicht. Aus seinem Gesicht. Ja, das ist das, was du gesagt hast. Ich mache mir eine Maske aus seinem Gesicht. Genau. Ja, und dann laufe ich so an Halloween rum und alle Kinder werden sich erschrecken. Ja. Warum, das könnt ihr entscheiden. Das ist voll die Horrorgeschichte. Ja, ne? Und Eva geht als Felix. Okay. Okay. Ist schon so weit. Farbabgleich. Ja, deins ist ja einfach, ne? Hallo? Oh. Guck dir deinen mal an, deiner ist auch einfach. Nein, türkis. Türkis, ja. Türkis. Ja, aber das ist ja Metallic, Glue, Türkis, irgendeine andere Sorte. Felix hatte die beste Halloween-Slime-Idee. Welche? Wir werden Slime in Kürbissen machen. Oh, hört gut an. Mhm. Boah, mein Slime sieht auch echt gut aus. Der klebt aber gewaltig an meinen Händen. Du hast klebrige Hände. Soll ich die Kontaktlinsenlösung holen? Ja, wo ist sie denn? Hier? Hier hinten. Ja, perfekt. Danke, danke. Das reicht schon. Danke. Oh, du machst den ja 1:1 nach. Das sieht ja super aus. Mhm. Voll Profi. Ja. Ein bisschen rot noch. Und
Freut ihr euch auf Halloween? Und als was verkleidet ihr euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Oh ja, auf jeden Fall. Und wie findet ihr meine Verkleidung? Findet ihr sie gut? Dann wird Claudio es auf jeden Fall machen. Ja. Findet ihr es schlecht, wird er es trotzdem machen. Eva, bist du damals, als du noch jung warst, ganz früher... Ganz früher, als es noch Dinosaurier gab. Ja. Bist du eigentlich Halloween, wie nennt man das, Halloween laufen? Oder? Nee. Das gab es da noch nicht. Nee, bei mir auch nicht. Also... An Karneval haben wir das gemacht. Stimmt, Karneval, ja. Aber bei Karneval, das war ganz komisch bei uns. Bei uns hat man nur bei den Geschäften gesungen. Oh. Nicht bei den Häusern. Nee, bei uns waren eigentlich hauptsächlich bei den Häusern. Und wir hatten immer Karnevalpartys, aber ja. War immer Schulparty an Karneval. Schuldisco. Oh. Schuldisco. An Halloween nicht. Halloween, da gibt man Feier. Da gibt man feiern, ja. Verkleidet. Als Kahn. Wer sind Sie? Ich bin Kahn, lassen Sie mich. Ja. Ach, ist deiner schon fertig? Meiner ist schon fast fertig, ja. Ich würde sagen, der ist eigentlich fertig. Ja, ich würde eigentlich sagen, meiner auch. Okay. Ich finde den gut so. Dann zeig doch mal deinen Slime überhaupt. Haben wir den überhaupt schon komplett gesehen? Ja. Okay. Ich finde, das ist schöner Mermaid Slime. Ja. Meiner ist Fireball Slime. Fireball heißt der so? Ja, Fireball Color Change. Color Change geht natürlich jetzt hier nicht, aber es ist auf jeden Fall knallroter Slime mit dreierlei Styroporkügelchen drin. Ja. Und ihr könnt natürlich wieder entscheiden, wer von uns hat das Ganze besser gelöst. Claudio, zeig deinen Slime nochmal. Ja, ich nenne meinen... Nee, dein Ursprungsslime. Ach so, mein Ursprungsslime. Wie sollte er aussehen? Was ist dein Vorbild? So sollte er aussehen. Sag mal. Ja, doch. Schon? Ich finde, wir sind beide sehr, sehr nah dran. Ihr entscheidet natürlich, wer von uns beiden wieder gewinnt. Team Claudio, Team Eva. Und ihr könnt es natürlich wieder in die Kommentare schreiben oder ihr klickt beim kleinen i, dann kommt das Ganze natürlich runter. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und in der nächsten Zeit gibt es natürlich viele weitere Halloween-Videos. Also die auf keinen Fall verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim DIY Club. Ciao! Ciao!